Jetzt reicht's. Die Schiedsrichter haben genug von Übergriffen und Pöbeleien. Sie meiden am kommenden Sonntag die Fußballplätze der Region. Die Aktion ist bis dato einzigartig. Manuel Kramer pfeift für den FC Rot-Weiß Sande und ist seit dem vergangenen Jahr einer der ranghöchsten Unparteiischen im Kreis Friesland. Er leitet nämlich unter anderem Partien in der fünfklassigen Oberliga. Jetzt ist er am Telefon. Herr Kramer, wo verbringen Sie Ihren Sonntag? Ja, ich bin am Samstag, jetzt den kommenden Samstag, bin ich bei der Oberliga-Partie in Niedersachsen, Jeddelo gegen Blau-Weiß-Born-Reihe am Pfeifen und sollte eigentlich stattfinden, wenn es nicht ausfällt, bedingt durch eine Regenfälle, aber ich gehe davon aus, dass es stattfinden wird. Das ist mein Wochenende. Für die eine oder andere Partie in der Landesliga oder Bezirksliga gilt das am kommenden Sonntag nicht, denn ohne Schiedsrichter können keine Fußballspiele stattfinden. Inwieweit die Vereine tatsächlich einen geeigneten Unparteiischen finden, ist eine andere Frage. Vergisst das hin und wieder der eine oder andere Zuschauer, dass ohne Schiedsrichter kein Fußball stattfinden kann? Definitiv. Also das vergessen, denke ich, einige. Die denken immer, wenn sie die Eintrittskarte oder wenn sie auf dem Fußballplatz sind, dass sie da einen Freifahrtschein haben. Aber dem ist ja nicht so. Deswegen finde ich das ganz vernünftig, dass mal ein Zeichen gesetzt wird im Bereich der Bezirksliga und Landesliga. Fraglich ist nur, wie lange sowas dann wieder andauert. In meiner Meinung fängt das natürlich ganz unten an im Jugendbereich, wo die Trainer dementsprechend da Vorbilder sind und da muss man eben halt dementsprechend das umsetzen. Gibt es konkrete Zwischenfälle, bei denen Sie selber Opfer von Pöbeleien oder Übergriffen geworden sind? Gibt es da was, an das Sie sich erinnern, Herr Kramer? Ich habe in der Landesliga mal das Spiel Kickers Emden gegen Germania Leer geleitet und das ist so das, was mir hier eigentlich am meisten hängen geblieben ist, wo ich dann unter Polizeischutz aus dem Stadion geführt worden bin, aufgrund, weil die Zuschauer dementsprechend auf mich unsportlich und mit Flaschenwurf, Bierbecherwurf auf mich eingegangen sind. Das ist so eigentlich das, was bei mir ist. Oder auch in der Jugend, als ich selber mit Schiedsrichterei angefangen bin, als ich 14 Jahre war, als mich dann mal ein Trainer und sein Sohn geschubst haben nach dem Spiel. Das sind so die beiden, sag ich mal, ja, Szenarien, die so bei mir noch hingeblieben sind. Sie sind jetzt mittlerweile in der Oberliga aktiv, also in der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland. Sie sind dabei geblieben. Inwieweit können Sie auch Ihre Kollegen verstehen, die als 16-, 17-Jährige auf den Plätzen angemacht werden, die dann sagen, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Schiedsrichterei? Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Man muss dazu sagen, umso höher man pfeift, wird es eigentlich in der Regel einfacher. Ich pfeife ja Oberliga Niedersachsen, wie Sie gerade so richtig erzählt haben, aber auch in der Regionalliga bin ich als Assistent unterwegs. Das sind natürlich ganz andere Klassen als die jungen Leute, sag ich mal, anfangen mit 15, 16. Und da ist man dementsprechend auch immer alleine auf sich gestellt, hat kein Team beisammen, keinen Schutz vor Ort auf den Plätzen. Das ist natürlich schwierig und da gerade junge Leute sind noch nicht so aufgebaut und gefestigt, dass sie sagen können, okay, das ist mir jetzt alles egal. Das geht dann schon, sag ich mal, in die Tiefe und das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass sie da mal aufhören, ja, aufgrund dessen, dass sie eben halt diese Umstände auf dem Sportplatz haben. Schutz ist ein ganz gutes Stichwort, was Sie eben angesprochen haben. Inwiefern schützen die Vereine vor Ort tatsächlich Sie als Unparteiischen adäquat? Was würden Sie dazu sagen, Herr Kramer? Also wie gesagt, in meinen Klassen, wo ich tätig bin, ist das gang und gäbe, dass da ein Ordnerschutz da ist. Da sind ja auch dementsprechend auch schon Stadien, wo man pfeifen muss. In den unteren Klassen sieht das anders aus. Wenn ich mal die Kreisklasse nehme oder die Kreisliga, ist natürlich abhängig immer von Verein zu Verein. Aber da muss ich sagen, in der Mehrzahl wird hier der Ordnungsdienst nicht geleistet. Das wird immer so auf die leichte Schulter genommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Bezirksliga, wobei man sagen muss, der Landesliga ist dann auch schon wieder ein ganz anderes Niveau. Da ist schon Schutz da, aber sagen wir mal, ab der Bezirksliga und dann nach unten gesehen, da wird es eben halt ein bisschen kritisch teilweise. Aber da, wie gesagt, sind Vereine gut aufgestellt, manche Vereine aber dann weniger gut aufgestellt. Blindfisch oder Schieber, das sind im heutigen Kontext schon fast niedliche Beleidigungen. Wie nehmen Sie mittlerweile die Stimmung auf den Plätzen wahr? Ist das in den vergangenen Jahren sehr viel extremer geworden, als es vielleicht vor 4, 5 Jahren noch war? Ja, es ist extremer geworden, so will ich es mal nennen, im Jugendbereich, wo man das deutlich merken kann, dass da die Jugendlichen dementsprechend doch ziemlich gezielt und sportlich auf den Schiedsrichter einwirken. Aber auch dementsprechend die Trainer tragen da ihr gewisses Maß an Unsportlichkeit dazu, gerade weil die Trainer immer jünger werden in dem Bereich und die Festigkeit, die Schulung und die Unsportlichkeit da dementsprechend mit dabei sind. Ist der Streik Ihrer Meinung nach ein probates Mittel, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen? Auf jeden Fall. Also man muss mal ein Signal setzen.
Das muss sein. Dann vielleicht einige mal die Augen geöffnet bekommen, weil wie gesagt, ohne Schiedsrichter kein Spiel. Und die Frage ist nur, inwieweit das, sag ich mal, langwierig Fortstand hat, ja? Wie lange sowas effektiv ist, das ist immer die Frage. Das ist wahrscheinlich nur kurzer Dauer. Und da muss man, wie gesagt, tätig werden im Jugendbereich, dass man da die Jugendlichen vernünftig schult, darauf vorbereitet, gegenüber dem Schiedsrichter sportlich und fair zu agieren. Herr Kramer, vielen Dank für diese Information.